everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen LS17. Und zwar gibt es heute wieder eine Map-Vorstellung. Lösshügelland. Und die Karte ist bei Shines selber erhältlich als Beta-Version. Eine Vierfach-Map und die wollen wir uns heute zusammen anschauen. Und zwar steht da noch geschrieben, damit die Lösshügelland nördlich der Stadt Meißen liegt, im mittelsächsischen Lande. Hier hat sich durch verschiedene Abtragungsprozesse in den letzten 10.000 Jahren eine für Lössgebiet charakteristische Landschaft entwickelt. Das hügelige Relief sowie das tief in den Landschaft einschneidende Gewässer kennzeichnet die Region und stellt besondere Anforderungen an die landwirtschaftliche Bearbeitung. Die Güte der Böden ermöglicht jedoch auch überdurchschnittliche Erträge. Also, wir haben da schon mal recht anspruchsvolles Gelände für unsere Fahrzeuge. Das ist eigentlich schon mal, was mir sehr gut gefällt. Die Größe, es steht in der Vierfachmap-Größe insgesamt 970 Hektar Feld und 122 Hektar Wiese zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Also, da wird uns nicht langweilig. Genau, und das alles andere schauen wir uns eigentlich im Spiel selber an. Gehen wir doch mal rein. So, das lassen wir erstmal alles sein. Wir stellen da weiter noch nichts an. Wir wollen hier einfach mal kurz, sag ich mal, in die Karte schauen. Und ich möchte nachher eigentlich diese Karte als Singleplayer beginnen zu spielen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich als Singleplayer Vierfach-Map. Aber das ist eigentlich der Plan. So, hier haben wir wahrscheinlich unseren Hof. Große Hallen, jawohl. Saatgut und Dünger an Bord, Tankstelle. Unser Hund Lucy. Da haben wir etliche Geräte. Komm mit, Lucy. So, hier, weiß ich nicht, können wir auch reinschauen. Jawohl, komplette Werkstatt, so wie das sein muss, mit Bierautomat. Haben Sie da Bier? Wahrscheinlich schon. Egal, wir sind erstmal hier zum Anschauen. Hier haben wir schon eigentlich ein paar schöne Geräte zu stehen. Ein kleinen New Holland, Massey Ferguson und Case Drescher. Jawohl, wir machen jetzt hier mal hier, das ist eigentlich die Karte. Sieht schon mal gigantisch aus. Davon gehören uns eigentlich schon viele, viele Felder zum Anfang, wie wir sehen. Alles, was grün ist, ist unsers. Und das sind schon einige. Und wenn ich da sehe, Feld 9 oben, ist jetzt nicht das kleinste. Also von daher können wir da schon mal gut starten. Ich spiele hier auf den Schwierigkeitsstufe normal, damit alles fair bleibt. Wir haben Fruchtzerstörung. Ich glaube, auf normal muss ich gerade schauen. Wir stellen das denn nachher hier noch. Genau, Düngestufe 3. Düngen notwendig an. Pflanzensterben an. Pflanzenwachstum normal. Okay. Aber wir wollen ja hier eine kurze Runde über den Hof schauen. Das sieht eigentlich alles so aus. Viele Hallen eigentlich, um was unterzustellen, um die Geräte zu versorgen. Wir werden große Geräte hier brauchen. Auch hier wahrscheinlich mit Licht verbaut. So, wenn ich noch wüsste, wie das Licht angehen würde. Mit der Maus. So, geht auf jeden Fall. Sehr schön. Das mit der Lichtfunktion finde ich persönlich eigentlich immer sehr reizvoll. Was haben wir denn hier? Kann ich da auch aufmachen? Jawohl, siehst du. Auch ganz neues Gebäude, habe ich so auch noch nicht gesehen. Da oben können wir sogar noch irgendwas hinstellen, wenn wir denn wollen. Dann haben wir hier für unsere Kinder den Spielplatz natürlich. Darf natürlich nicht fehlen. Wie viele Hunde haben wir eigentlich? Das glaube ich, der ist aber zugelaufen. Hasso.
So, das ist unser schönes neues Geländefahrzeug. Und auch hier, ich sage mal, auf den ersten Blick sieht es doch hier fast echt aus, die Straße. Schon ein bisschen kaputt, 50 steht da. Also das gefällt mir eigentlich recht gut. Es sieht wirklich wie original aus. Muss ich echt sagen. Und oh ja. Hier. Das nenne ich mal. Also ich will jetzt nicht runterspringen, aber das sieht doch mal cool aus hier. Das sieht doch mal richtig cool aus. Ein wilder Bach hier durch die Landschaft. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Wer das nicht schön findet. Ich sage hier, die Straßen sind jetzt natürlich nicht, weiß ich, wie breit. Aber das geht dann schon mit unseren Fahrzeugen. Also ich finde es bis jetzt, ich habe jetzt nochmal, wir haben noch nicht viel gesehen, aber sieht es schon recht cool aus. Wir gehen dann nachher noch gerade ins Menü und werden dann eigentlich schauen, wie das hier industriemäßig aussieht. Auf jeden Fall eine Vierfach-Map. Die schaffe ich jetzt mit dem Auto natürlich nicht zu fahren hier. Das wäre natürlich unmöglich. Aber wie gesagt, ich möchte diese hier gerne anfangen zu spielen. So, wo bin ich denn eigentlich? Da unten. Okay. Wenn wir da schon sehen, wenn wir geradeaus fahren, kommen wir eigentlich zum Kompostfabrik, Zuckerfabrik, Supermarkt. Jawohl. Ölmühle. Also wir haben da schon recht Industrie hier eigentlich drauf. Muss man sagen. Und auch hier auf den Schildern ist dann auch eigentlich wieder alles beschrieben, wo was hingeht. Natürlich. Außenlager, Biogasanlage, Gartencenter, Baywa, keine Ahnung. Futtermittel, Milch, Viehhof, Hof, Brauerei, Brauerei. Wir sind in der falschen Richtung unterwegs. Okay. Schweinemast und Schäferei. Und hier ist es jetzt auch so, damit die Tiere sind hier nicht alle am einen Fleck. Wir sehen da oben rechts in der Ecke haben wir was. Weiß nicht, ich kann das Schäferei und dann wahrscheinlich sind das andere Schweine. Nehme ich mal an. Die Kühe kann ich jetzt so. Rindshof ist eigentlich links daneben. Aber hier die Straße, das sieht doch richtig aus wie so eine schöne alte Landstraße. Schön kaputt. Kein Geld, um die zu flicken. Kein Geld, um sie zu reparieren. So kennen wir das natürlich in der Wirklichkeit auch. Das sind die Straßen, wo dann immer unsere Autos dran kaputt gehen und nachher alle Sachen ausgeschlagen sind und so weiter und so fort. Wie gesagt, Vierfach-Map, riesige Felder. Ich möchte natürlich auch riesige, große landwirtschaftliche Geräte hier einsetzen. So, hier haben wir einen Spar. Hier können wir unser Abendessen kaufen, wenn wir wollen. Ich weiß nicht, ob wir hier was abgeben können. Hier sieht nämlich aus wie Paletten zum Abgeben. Und wenn wir auf der Karte schauen, ist da natürlich eine Abgabestation. Jawohl. Und hier ist eigentlich viel, was produziert wird mit Paletten. Also brauchen wir da auch wahrscheinlich. Oh, das ist ja mal cool. Das, habt ihr das gesehen hier? Geschwindigkeit. Ja. Und dann wird's rot. Das ist ja mal cool gemacht, du. Liebe zum Detail. Oh, hier ist ein Blitzkasten. Warte mal. Wenn kein Auto hinter mir kommt. Aber das ist ja mal detailgetreu hier. So, wie schnell darf man hier fahren? So, kommen wir da auf die Geschwindigkeit. Sie wurden mit 18 km/h zu schnell geblitzt und müssen. Ho! Das ist ja krass. Wenn ich hier zu schnell fahre, werde ich geblitzt und muss gerade Geld zahlen. Das haben sie mir gerade vom Konto oben abgezogen, wenn ihr das gesehen habt. Tö. Die spinnen ja. Also,
Es ist ja gut, aber das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, damit das hier so umgesetzt worden ist und damit es überhaupt funktioniert. Ich wurde geblitzt in der Ortschaft, 18 km/h zu viel. Coole Sache. Also nicht das Blitzen, aber mal schauen, wie oft wir mit dem Traktor da geblitzt werden. Was ist denn hier los? Muss das da liegen? Kann ich das aufnehmen? Oh. Oh. Ja. Da ist noch irgendein Fehler drin in der Karte, glaube ich. Hier springt es eigentlich rüber. Das ist jetzt auch Zufall, damit wir das natürlich gesehen haben. So, wir hauen ab. Oh, hier ist die Karte zu Ende, glaube ich. Oh. Ich bin vom Rand der Welt gestürzt. Verdammt! Jetzt bin ich weg. Scheiße, da sind wir da. Okay. Das ist natürlich blöd gelaufen, ne? Das Auto sind wir los. Ich wusste nicht, damit die Welt da zu Ende ist. Aha, die Schilder hätten eigentlich davor wahrscheinlich stehen müssen, damit man da nicht weiterfährt. Jetzt denn. Jawohl. Nein, wir müssen hier. Der Hund rennt auch komisch. Der wurde wahrscheinlich von irgendwas gebissen. Ne? So, hier zurücksetzen. Haben wir das Auto noch? Oder ist es jetzt eigentlich, weil es. Nein, das ist es noch. Zurücksetzen. Jawohl. Weil es von der Welt runtergefallen ist. Da ist es ja. So, und schon sind wir hier beim Händler angekommen. Auf mysteriöse Weise natürlich. Aha, ich habe hier noch Motorstart, ist hier noch automatisch. Okay, hier haben wir so die einzelnen Vertreter. Fendt ist hier ganz groß. Es soll. Hier mein John Deere. Jawohl. Okay. Werden wir uns auf keine Marke festlegen, sonst schaut's nachher niemand mehr hier. Wie gesagt, wo ist denn eigentlich der Händler? Wo bin ich denn? Da unten, kurz bevor ich von der Welt runtergefallen bin. Okay. Wie gesagt, eine Vierfach-Map. Wir machen jetzt hier mal. Was haben wir da? Da, das besuchen wir mal hier. Zack. Und schon sind wir da. Futtermittel gibt es hier. Da können wir was reinschütten. Anlieferung. Und hier hinten kann man nichts abholen. Okay. Okay, wir werden es noch rausbekommen hier. Auf jeden Fall können wir da was anliefern. Ob denn hier nachher die Paletten stehen, bin ich mir nicht sicher. Wollen wir dann noch weiterschauen, was es da noch Schönes gibt? Heizkraftwerk. Besuchen wir mal das Heizkraftwerk. Und schauen, was da heizkraftmäßig eigentlich so unterwegs ist. So, da haben wir da einen schönen Unterstand hier. Und da können wir die Hackschnitzel natürlich reinkippen und dann fängt es wahrscheinlich an zu heizen. Was ich jetzt hier ein bisschen vermisse, gibt es da eigentlich keine Anzeige oder so? Das hätte mich eigentlich noch ein bisschen interessiert. So, Biogas. Okay, Biogas haben wir hier. Da läuft irgendwas. Das ist. Wow, das ist mal ein Silo. Oben schön mit Reifen drauf. Nein, mit Folie. Okay. Reifen sind hier. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier Reifenstapel. Oh. Okay, das war ich jetzt nicht.
kann man eigentlich die Reifen schmeißt man nachher natürlich einfach auf die Folie drauf. Genau, wir lassen sie jetzt einfach mal da liegen. Biogasanlage, okay. Zwei riesengroße Silos, keine Durchfahrtssilos. Aber da passt ordentlich was rein. Bei der Map natürlich muss da natürlich was reinpassen. Und hier können wir die ganze Anlage füttern. Dann haben wir da auch mal eine Anzeige. Und hier haben wir dann einen Bildschirm. Jawohl. Da steht jetzt eigentlich weiter nichts drauf. Gut, was haben wir noch auf der Karte? Gehen wir mal schauen. Jetzt haben wir da Gartencenter. Gartencenter, besuchen wir das Ding auch. Ja, Reifeisenmarkt, jawohl. So wie wir das natürlich kennen. Klein, aber fein. Hier haben wir einen Abgabepunkt. Und ob wir da was kaufen können. Da haben wir ein, hätte ich gesagt, da haben wir ein Rohr. Da haben wir wirklich ein Rohr. Okay, dann war das richtig. Vielleicht können wir da auch was holen noch. Dann gehen wir mal weiter. Raffinerie. Wie sieht denn die Raffinerie aus? Sehr schön. Hier Sonnenblumen, Soja, Raps. Einfach nicht die Reihenfolge, wie ich es vorgelesen habe. Aral. Okay. Bio. Bioöl. Verstehe. Auch da haben wir wieder einen schönen schwarzen Bildschirm. Da sehen wir dann, was drin ist und was rauskommt. Alles null. Wie ihr seht, es gibt da schon einige Industrie. Hier können wir den Treibstoff holen. Biodiesel. Pellets. Deutsche Pellets. Deutsche Pellets. Besuchen wir mal das. Was gibt denn das hier? Da ist das Gitter zum Reinschmeißen. Holzspäne. Jawohl. Da werden wahrscheinlich Paletten hergestellt hier. Oh. Okay, wir lassen das mal da stehen. Abgabe für Produktion. Jawohl. Das läuft. Hier hinten. Warenausgabe ist 0. Sieht aber aus wie Paletten hier. Cool. Cool, also Industrie ist da. Was haben wir hier? Reiterhof oder was? Oh, auf dem Reiterhof. Hallo, Herr Fuchs. Ist der Herr Fuchs auch da? Hier rennen die Hühner rum. Und das wieder der. Ist es derselbe oder ist es sein Zwillingsbruder? Hasso, bist du's? Ist sein Zwillingsbruder. Sieht genauso aus. So sehr detailreich hier. Ich weiß nicht, ob wir hier. Hier sind die Pferdchens. Und da hinten ist eigentlich der Chef. Der sitzt draußen in der Sonne und sonnt sich. Tach, alles klar? Jawohl, dann ist ja gut. So, hier mit die Hühner. Ich weiß nicht, ob die dann auch hier Eier legen. Oder ob die dann hier wirklich bloß so rumrennen. Kann ich leider nicht sagen. Ballenverkauf können wir hier. Der Fuchs wartet schon, bis er sein nächstes Huhn schnappt. Dann haben wir da Pferde. Hier können wir dann vielleicht auch irgendwas verkaufen. Bin mir da nicht sicher. Oh, auch hier eine Hallöchen. Wie war der Ausritt? Puh, eine Rothaarige. Oh. Die sind immer gefährlich. Oh, hier sind nur Rothaarige. Was ist denn hier los? Aha. Ich wollte schon sagen, hat sie nichts an. Aber sie hat einfach. Hey, alles klar, Mädel? So. Hallöchen. Wer bist denn du? Kennen wir uns? Wollen wir uns kennenlernen? Ich bin der Neue hier. Ja, die sind schon ganz wild hier, die Pferde. Auch hier mal ein paar deutsche Autos, keine amerikanische. Hier das beste Auto überhaupt hier. Ein Ford Ka. Also sehr detailreich. Hier können wir wieder Futter wahrscheinlich hinbringen. Das verkaufen. Auch mit dem Fuchs. Sehr schön.
ziemlich rothaarig da alles auf dem Hof, muss ich mal sagen. Okay, Milch. Hier haben wir Milchverkauf. Und ich muss mal schauen, können wir denn hier auch Sachsenmilch? Okay. Milch können wir denn selber verkaufen? Ich sag ja, die Karte hat da echt Potenzial. Was ist hier? Brauerei. Oh. Oh. Fuck. Sie haben mich eingesperrt. Oh oh. Das ist aber jetzt blöd gelaufen. Ich komme auch nicht raus. Versuchen wir nochmal. Brauerei. Besuchen. Ah, geht nicht. Die wissen, warum sie mich einsperren hier, damit ich da in der Brauerei nicht schauen gehen kann. Okay, machen wir hier noch Außenlager. Was gibt es denn da? Boah. Okay. Verstehe. Hier können wir auf jeden Fall. Das ist ja ziemlich weit weg noch von unserem Hof. Aber hier können wir Geräte auch hinstellen. Hier haben wir Tankstelle. Hier können wir da ein bisschen großes Gerät hier auf diesen Hof lassen. Und eine gigantische Halle, was noch leer ist. Ist sieht die hier eigentlich gleich aus? Jawohl. Boah. Das ist mal ein Außenlager hier. Das ist dann wirklich außen. Hier können wir es wahrscheinlich reinkippen. Dann geht es nämlich da in die Silos. Also Vierfach-Map. Das Ding spielen wir, wenn wir das richtig spielen, bis der neue Landwirtschaftssimulator rauskommt. So, dann haben wir da noch einen Baumarkt. Sägewerk. Supermarkt waren wir schon. Zucker. Oh. Shop. So, was ist denn jetzt hier? Kompost. Südzucker. Jetzt bin ich bei Südzucker. Okay, ich wollte eigentlich zum Kompost. Oh, hier ist es ja mal richtig gut animiert. Hier laufen die Zuckerrüben, laufen da noch das Förderband hoch. Laufen da durch. Hier können wir es wahrscheinlich reinkippen. Links und rechts. Vermute ich mal. Einfach nur nach Aufforderung. Das ist mal eine Ansage. Südzucker. Südzucker gibt's wirklich. So, da haben wir gigantische Zuckerrübenberge. Also werden wir doch da auch Zuckerrüben auf dieser Karte anbauen. Jawohl. Mich hätte jetzt noch interessiert, wo kommt der Zucker wieder raus? Wie kann ich den Zucker, kann ich den jetzt auf Paletten mitnehmen oder muss ich da einen Rucksack mitnehmen, damit ich den reinmachen kann? So, da ist nichts. Hier steht eine Palette, aber das sieht nicht so aus, als ob ich da das da abholen kann. Da hinten ist wieder ein Tor. Wir werden es auf jeden Fall rausbekommen. Ich vermute mal. Damit der nicht in Paletten abgepackt ist. Hier steht ein Gabelstapler. Aha, vielleicht hier. Na, das sieht aus irgendwie wie Abfall. Steht auch nichts dran. Okay, Zucker haben wir auch. Kompost. Kompost. Südzucker haben wir ja schon gehabt. Kompost. Jetzt hier Kompost. Kompost an. Oh. Ist das meiner? Ne. Schade. Steht da wieder ein Gerät rum, was man nicht brauchen kann. Kompostanlage. Warenausgabe. Und irgendwo. Ah, hier hinten muss ich wahrscheinlich hier hinten rum. Puh.
Müssen wir hier oben den Weg lang vielleicht. Hier hoch, hier hoch. Ich sag ja, auf so eine Karte hast du dann natürlich Platz. Jawohl, hier läuft natürlich da alles. Hier müssen wir dann das Zeug reinschmeißen. Und dann geht's. Oh. Nicht, damit ich mich da wieder versenke. Hier geht's dann natürlich drüber und dann wird da richtig Kompost gemacht. Und hier fährt der, die Anlage betreibt, natürlich mit dem großen Radlader da rum und macht es dann hier drüben rein, natürlich. Und damit wir das dann wiederholen können. Ja, es ist jetzt industriemäßig, sage ich mal, ist das jetzt nicht, weiß ich wie viel. Es ist hier mehr auf den Feldern basierend gemacht, aber es ist nicht so, damit wir keine Industrie haben. Das haben wir natürlich schon. Gewächshäuser, das muss ich mir noch anschauen. Es ist eigentlich alles sehr bodenständig hier. Brauerei haben wir halt noch nicht geschafft. Gewächshäuser, sieht eigentlich sehr cool aus. Da, Salat, so wie das sein muss. Tomaten. Müssen wir dann wahrscheinlich Wasser. Hier ist ein. Sieht aus wie Wasser zum Füllen, damit das da wächst. Und dann ist ja meistens. Ah, hier werden dann natürlich wieder auf Paletten. Und irgendwo müssen wir dann natürlich noch hier. Hier sind Paletten. Okay. Irgendwo müssen wir dann natürlich noch was reinschütten hier. Vielleicht müssen wir das auch hier reinschütten. Bisschen Dünger und so. Da haben wir auch irgendwas. Also, es wird auf jeden Fall viel Arbeit, wenn man das hier machen möchte. Ölmühle. Was macht denn hier die Ölmühle? Waren wir das schon? Okay, eine schöne alte Mühle. Auch da können wir wieder Sachen hinbringen. Ja, das ist Bio, das nehme ich an. Wenn die mit Wasser angetrieben wird, Sägewerk. Was haben wir da noch? Was ist eigentlich das? Riesige Türme. Das ist hier wahrscheinlich so ein riesiges Areal, wo man. Wo, was macht man denn hier? Da ist noch irgendwie ein Tank. Ob man den nutzen kann. Das sieht eigentlich aus wie eine Verkaufsstelle hier. Also, es ist sehr weit auseinander alles. Wir haben ein recht großes Feld hier oben. Unsere Felder sind eigentlich noch recht verteilt auf der Karte, also haben wir da schon lange Wege. Wir haben da eigentlich recht gute Fahrzeuge schon zum Anfang dabei. Muss man mal sagen. Wir können natürlich noch sehr viel kaufen. Wir sind hier sehr viele Wiesen, was da noch zu kaufen sind. Also eine sehr schöne Karte ist natürlich auch super aufgebaut da. Ich sag sehr detailreich hier. Gefällt mir sehr gut. Wir fahren hier noch eine Runde durchs Dorf. Vielleicht steht da auch wieder ein Blitzer. Dann wäre ich nämlich das Geld auch los. Aber hier bin ich ja vorhin schon durchgefahren, glaube ich. Auf die Seite steht nämlich keiner. Ich glaube, wir probieren das mal nochmal. Ob der Blitzer da wirklich geht. Und vielleicht nehmen sie mir gerade auch den Führerschein weg. Okay, 70, 80 und. Zack. Sie wurden mit 41 zu schnell geblitzt. 2000. Boah. 2000 Dinger weg. Fahrzeughändler. Okay, ich sollte hier ja nicht weiterfahren, sonst falle ich da wieder von der Karte runter. Aber das mit dem Blitzer, das finde ich eine echt coole Sache. Auch wenn ich mich dann später da natürlich aufregen werde. Ich habe jetzt natürlich da schon ein bisschen Geld ausgegeben. So, jetzt wurde ich dann natürlich nochmal von hinten geblitzt. Nochmal 2214 weg. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Spielstand schon beginnen will. Dann natürlich schon Haufen Geld hier investiert in dieses Land. Wenn sie mich da natürlich andauernd blitzen. Und ich denke, es wird nicht das einzige Dorf hier sein, wo da ein Blitzer steht. Also wenn wir da mit den großen Traktoren da durchfahren, mit 60 oder 70 km/h, müssen wir doch echt aufpassen.
Boah, das würde mich hier echt reizen, hier zu spielen. Vor allen Dingen kannst du hier wirklich richtig große Geräte einsetzen. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Natürlich ist die Karte speziell, die Landschaft ist speziell. Wenn ich da sehe, wenn ich da zum Beispiel hier mit dem Traktor langfahren muss, bergauf, pflügen muss, ja, da kann ich da nicht mit ein paar PS bloß. Und schaut euch mal die Felder an hier. Das ist ja gigantisch, bis du da so ein Feld fertig hast. Wahnsinn. Nein, gefällt mir richtig gut hier. Das ist natürlich mal recht anspruchsvolles Gebiet. Auch hier, weiß gar nicht, ob man, kann ich da durchlaufen? Ja, das würde schon gehen, aber der größte Hügel ist natürlich schön bewachsen. Richtig cool gemacht. So, falle ich jetzt da gleich wieder runter? Oh ja. Jetzt, das riskiere ich nicht nochmal. Das war zu heftig, damit ich von der Karte runtergefallen bin. Okay, ich denke, das war mal so ein kurzer Einblick hier in die Landschaft, in den Industriezweig, was es bis jetzt hier gibt. Hier ist natürlich noch Platz für neue. Hier können wir auch selber ein bisschen Industrie her hinstellen. So. Der wurde wahrscheinlich auch heute schon geblitzt, deswegen fährt er auch so langsam. Und ja, ich denke, für einen kurzen Einblick reicht es. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder hier auf der Karte. Ich möchte hier gerne ein bisschen was machen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.